Herzlich willkommen bei deiner ersten Einheit. Der Fokus heute liegt auf deiner unteren Rückmuskulatur. Für ein besonders effektives Training kombinieren wir dynamische und statische Übungen. Die unterschiedlichen Trainingsformen wirst und sollst du spüren. Genieße es! Kommen wir zum Diagonalarm-Beinlift. Kommen dazu in die Bauchlage. Strecke deine Arme lang nach vorne und deine Beine lang zurück. Deine Daumen zeigen nach oben Richtung Decke und wir werden bewusst aus der Schulter und aus dem Gesäß arbeiten. Leg deine Stirn ab. Einatmend hebst du den rechten Arm und das linke Bein aktiv nach oben an. Ausatmend sinken lassen, Seitenwechsel. Einatmend hoch, ausatmend tief. Fünf, vier, drei, zwei, eins und Pause. Atme tief durch. Denk bei der Übung daran, dass deine Stirn auf dem Boden bleibt und wir bewusst und aktiv aus der Schulter und aus dem Gesäß arbeiten. Aktiviere deine Körpermitte. Wir kommen gemeinsam zurück in die Ausgangsposition und über den Vierfüßlerstand langsam in die Bauchlage. Streck deine Arme lange vorne, dreh deine Daumen nach oben Richtung Decke und streck die Beine lang nach hinten aus. Leg die Stirn auf den Boden ab. Einatmend Arm und Bein heben, ausatmend sinken lassen, Seiten wechseln. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins und langsam lösen. Richte dich auf, atme tief ein und aus, kreis deine Schultern, locker deine Handgelenke, beruhige deine Atmung, nimm die ganze Spannung aus deiner Körperrückseite, trinke einen Schluck Wasser und schenk dir selbst ein Lächeln. Sei stolz auf dich. Beruhige deine Atmung. Klasse! Weiter geht es mit der nächsten Übung des heutigen Workouts. Bleib dran! Starten wir mit der Übung Butterfly Hip Thrust. Dafür kommst du mit mir gemeinsam in die Rückenlage. Rolle dich Wirbel für Wirbel nach unten in die Rückenlage ab. Stelle deine Beine auf. Lege deine Arme am Körper entlang nach vorne ab. Lass deine Knie nach außen fallen. Deine Fußsohlen berühren sich. Mit der Ausatmung rollen wir uns von der Lendenwirbelsäule aus, Wirbel für Wirbel nach oben auf. Halten am höchsten Punkt und spannen das Gesäß maximal an. Mit der Einatmung rollen wir uns Wirbel für Wirbel bis kurz über den Boden ab. Lass uns gemeinsam starten. Fünf, vier, drei, zwei,
1. Rolle dich ganz langsam Wirbel für Wirbel nach unten ab. Schließe deine Knie, stell deine Füße ab. Atme tief ein und aus. Wenn es sich für dich gut anfühlt, zieh deine Knie gerne zur Brust. Mach kleine Kreise über dem unteren Rücken. Und schenke dir selbst eine kleine Massage. Atme tief ein und aus. Stell deine Füße wieder vor deinem Gesäß ab. Und in 10 Sekunden starten wir in die nächste Runde. Lass deine Knie nach außen fallen. Deine Fußsohlen berühren sich. Deine Arme liegen neben deinem Körper. Starten gemeinsam. Los geht's. Ausatmend roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Spann den Po maximal an. Und einatmend roll dich bis kurz über den Boden wieder ab. Ausatmend streck die Hüfte nach oben Richtung Decke. Der Bauch ist fest. Einatmend roll dich ab. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Roll dich ganz langsam Wirbel für Wirbel wieder nach unten ab. Stell deine Füße ab. Vielleicht möchtest du deine Knie jetzt einfach nach innen fallen lassen. Öffne deine Füße, lass die Knie zusammenfallen. Schenk deinem unteren Rücken und deinem Gesäß Entspannung. Vielleicht merkst du noch die Anspannung in deinen Gesäßmuskeln. Ein und aus. Trinke jederzeit einen Schluck Wasser. Ein und aus. Die zweite Übung hast du erfolgreich beendet. Atme tief durch und lass uns gleich mit der dritten Übung weitermachen. Starten wir mit der Übung Superman im Vierfüßlerstand. Komme hierfür, wie der Name sagt, in den Vierfüßlerstand. Hole deine Schultern über deine Hände. Hole deine Knie unter deine Hüftgelenke. Spreize deine Finger. Und versuche dein Gewicht gleichmäßig auf alle 10 Finger zu verteilen. Ich mache dir eine Wiederholung vor. Einatmend hebst du den rechten Arm und das linke Bein bis auf Schulter- bzw. Hüfthöhe an. Dein Daumen zeigt nach oben Richtung Decke. Deine Fußspitzen ziehst du an. Mit der Ausatmung bringst du den rechten Ellbogen und das linke Knie zueinander und rundest dich maximal. Wir steigen gemeinsam ein. Hebe den rechten Arm und das linke Bein an. Atme tief ein, ausatmend runde dich. Einatmend in die Länge ziehen. Noch 3. Noch 2. Noch 1. Und auflösen. Wir wechseln die Seite. Hebe den linken Arm und das rechte Bein. Dein linker Daumen zeigt nach oben. Deine rechte Fußspitze ziehst du an.
Einatmen, zieh dich in die Länge. Ausatmen, bring den Ellbogen und das Knie zusammen. Einatmen, in die Länge ziehen. Und ausatmen, runde dich. Noch drei. Noch zwei. Ein letztes Mal. Zieh dich in die Länge und löse auf. Sehr gut. Atme tief ein und aus. Kreise deine Schultern. Trinke einen Schluck Wasser. Aktiviere während der gesamten Übung deine Körpermitte. Wenn du dich in die Länge ziehst, aktiviere vor allem deine Körperrückseite. Und wenn du dich zusammenziehst, aktiviere deine Bauchmuskulatur. Zieh den Bauchnabel ganz bewusst Richtung Wirbelsäule. Trinke einen Schluck Wasser. Komm zurück in den Vierfüßlerstand. Spreize deine Finger. Deine Knie sind unter deiner Hüfte. Mit der Einatmung heben wir gleich gemeinsam den rechten Arm, das linke Bein. Los geht's. Noch drei. Zwei. Eins. Zieh dich noch einmal in die Länge und löse auf. Wir wechseln die Seite. Linker Arm, rechtes Bein. Einatmen, los geht's. Drei. Zwei. Eins. Zieh dich noch einmal in die Länge und löse auf. Sehr stark. Atme tief ein und aus und löse für einen kleinen Moment die Spannung. Schau mal, welche Bewegung sich jetzt gut und richtig anfühlt. Spür in deinen Körper hinein. Vielleicht kannst du einen Bereich wahrnehmen, der hier besonders viel arbeitet. Komm zurück in den Vierfüßlerstand. Hole deine Schultern über deine Hände, deine Knie unter deine Hüften. Mit der nächsten Einatmung starten wir mit dem rechten Arm, mit dem linken Bein. Los geht's. Runde dich maximal. Drei. Zwei. Eins. Einmal in die Länge ziehen. Langsam absetzen. Seitenwechsel. Mit der nächsten Einatmung linker Arm, rechtes Bein. Los geht's. Drei. Zwei. Eins. Einmal in die Länge ziehen, absetzen und tief durchatmen. Super gut. Versuch deine Schultern mit jeder Ausatmung tiefer sinken zu lassen, weit weg von deinen Ohren. Spann deine Gesichtsmuskeln, schenk dir selbst ein Lächeln und sei stolz auf dich, dass du dich heute dazu entschieden hast, dir etwas Gutes zu tun. Gut gemacht! Bevor wir mit der vierten Übung weitermachen, kannst du gern einmal durchatmen und etwas trinken. Starten wir mit der Übung Käfer. Komme dazu auf dein Gesäß, stell deine Fersen vor dir auf und rolle dich Wirbel für Wirbel ganz langsam nach unten in die Rückenlage ab.
Strecke deine Arme lang nach oben. Winkel deine Beine in der Luft an und ziehe deine Fußspitzen an. Im Wechsel strecken wir das linke Bein nach vorne und gleichzeitig den rechten Arm zurück. Ich mache dir eine Wiederholung vor. Ausatmen, hebst du Arm und Bein wieder an. Einatmen, streckst du den linken Arm und das rechte Bein. Ausatmen, kommst du zurück zur Mitte. Achte dabei darauf, dass du den Rücken während der gesamten Übung in den Boden schiebst. Versuch darauf zu achten, dass deine Knie über deinen Hüftgelenken bleiben. Wir starten gemeinsam mit dem rechten Arm und dem linken Bein. Los geht's. Einatmen, strecken. Ausatmend anheben. Einatmen, strecken. Ausatmend anheben. Noch 5. Du machst das super. 4. 3. 2. 1. Und lösen. Sehr gut. Atme tief ein. Um deine Körpervorderseite zu entlasten, darfst du gerne mal die Arme und die Beine lang ausstrecken und in ein geführtes Hohlkreuz kommen. Spür die Dehnung in der Körpervorderseite. Schau, was sich hier für dich gut und richtig anfühlt. Atme tief durch. In 10 Sekunden starten wir in die nächste Runde. Winkel deine Beine an. Zieh deine Fußspitzen an. Streck deine Arme lang nach oben. Wir beginnen mit dem rechten Arm und dem linken Bein. Los geht's. Einatmend Arm und Bein strecken. Ausatmen, schließen und anheben. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Löse auf. Atme tief durch. Ich hoffe, du merkst, wie deine Bauchmuskulatur brennt. Genau da wollen wir hin. Wir starten in 10 Sekunden. Komm in deine Ausgangsposition. Winkel deine Beine in der Luft an. Deine Kniegelenke sind über dein Hüftgelenk. Deine Fußspitzen ziehst du an und deine Arme streckst du lang nach oben. Wir beginnen mit dem rechten Arm und dem linken Bein. Los geht's. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Das war richtig gut. Atme tief durch. Zieh dich gern nochmal in die Länge. Streck Arme und Beine lang aus. Zieh deine Körpervorderseite in die Länge. Atme gerne ganz befreiend durch den Mund aus. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Trinke einen Schluck Wasser. Thank you.
Die vierte Übung hast du geschafft. Jetzt kommen wir zur fünften Übung unseres Rückenkurses. Lass uns beginnen. Starten wir mit der Übung Side Plank. Komme dafür auf deinen rechten Unterarm. Bringe deine rechte Schulter über deinen rechten Ellbogen und strecke beide Beine lang nach vorne aus. Stütze dich zunächst mit der linken Hand vor deinem Körper ab. Aktiviere deine Körpermitte und mit der Ausatmung strecken wir beide gleich gemeinsam die Hüfte nach oben Richtung Decke. Los geht's. Nimm deine linke Hand an deine Hüfte. Streck deine Hüfte so weit wie möglich nach oben Richtung Decke. Atme tief ein und aus. Wenn es für dich angenehmer ist, die obere Hand an den Kopf zu nehmen, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn du ein bisschen mehr möchtest, darfst du gerne versuchen, deinen linken Arm lang nach oben Richtung Decke zu strecken. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Setze einmal beide Unterarme ab, setz die Knie ab und komm auf deinen linken Unterarm. Strecke beide Beine lang aus, hole deine linke Schulter über deinen linken Ellbogen. Wir starten gemeinsam. Los geht's. Strecke deine Hüfte nach oben Richtung Decke. Schau, wo du deine Hand platzieren möchtest. Entweder in der Hüfte, an deinem Hinterkopf oder du streckst den Arm lang nach oben Richtung Decke. Spür die Spannung in deiner Flanke, in deiner Taille. Strecke die Hüfte nach oben Richtung Decke. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Löse langsam auf, komm zurück zur Mitte. Setz deine Knie ab und atme tief durch. Locker deine Schultern. Locker deine Handgelenke. Schüttel deine Arme aus. Das war richtig gut. Trinke gerne einen Schluck Wasser. Bereite dich vor auf die nächste Runde. In 10 Sekunden geht's los und wir starten auf dem rechten Unterarm. Komm mit mir gemeinsam in Position. Rechte Schulter über dem rechten Ellbogen. Beine lang nach vorne ausstrecken. Stütz dich ab. Los geht's. Streck die Hüfte nach oben Richtung Decke. Aktivier deine Körpermitte. Zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Spür das Ganze in deiner Flanke. Atme tief und regelmäßig weiter. Schieb deinen Unterarm in den Boden. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Setz einmal beide Unterarme ab, setz die Knie ab und komm auf deinen linken Unterarm. Strecke beide Beine lang aus, hole deine linke Schulter über deinen linken Ellbogen. Wir starten gemeinsam. Los geht's. Strecke deine Hüfte nach oben Richtung Decke. Schau, wo du deine Hand platzieren möchtest. Entweder in der Hüfte, an deinem Hinterkopf oder du streckst den Arm lang nach oben Richtung Decke. Spür die Spannung in deiner Flanke, in deiner Taille. Strecke die Hüfte nach oben Richtung Decke. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Löse langsam auf, komm zurück zur Mitte. Setz deine Knie ab und atme tief durch. Locker deine Schultern. Locker deine Handgelenke. Schüttel deine Arme aus. Das war richtig gut. Trinke gerne einen Schluck Wasser. Bereite dich vor auf die nächste Runde. In 10 Sekunden geht's los
und wir starten auf dem rechten Unterarm. Komm mit mir gemeinsam in Position. Rechte Schulter über dem rechten Ellbogen, Beine lang nach vorne ausstrecken, stütz dich ab. Los geht's. Streck die Hüfte nach oben Richtung Decke. Aktivier deine Körpermitte. Zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Spür das Ganze in deiner Flanke. Atme tief und regelmäßig weiter. Schieb deinen Unterarm in den Boden. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Setz einmal beide Unterarme ab, setz die Knie ab und komm auf deinen linken Unterarm. Streck deine Beine lang nach vorne, stütz dich mit der rechten Hand ab. Wir starten gemeinsam. Los geht's. Streck die Hüfte nach oben. Schau, wo du deine rechte Hand platzieren möchtest. Finde deine Variante, die dich herausfordert. Die dich deinem Ziel jeden Tag ein bisschen näher bringt. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und langsam auflösen. Komm zurück zur Mitte, setz die Knie ab und atme tief durch. Stark. Sei stolz auf dich. Sei stolz, dass du bis zum Schluss durchgezogen hast. Trink einen Schluck Wasser. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Atmen beruhigt sich. Das hast du toll gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Training wieder.